Ja, hallo und herzlich willkommen wieder einmal. Heute möchte ich über ein wichtiges Thema mit euch sprechen, was ich schon mal ab und an angesprochen habe in einzelnen Videos, da so immer ein Bruchstück habe verteilt. Was ich aber denke, was so essentiell wichtig ist, dass ich dem gerne ein eigenes Video widmen möchte heute. Und zwar geht es dabei um die Konsistenz, um das Durchhalten, um das Dranbleiben. Und zwar wird das sehr oft von vielen Menschen unterschätzt. Und ich bringe das einfach mal als kleine Analogie aus einem anderen Bereich, aus dem Fitness- oder aus dem Sportsektor allgemein. So, vielleicht dazu, einige von euch wissen es, ich bin eigentlich, bevor ich Psychologie studiert habe, war ich Sporttherapeut, habe auf verschiedenen Trainingsflächen in ambulanten Reha-Zentren gearbeitet, bin auch Fitnesstrainer, habe da viele Fortbildungen etc. Und natürlich ist Kraftsport auch eines meiner Hobbys. Und zwar ist es dort auch, das sieht man sehr, sehr häufig, es kommen viele junge Kerle, manchmal auch Mädels, aber natürlich sind die Männer in der Überzahl. Sind wahnsinnig motiviert, sagen, sie wollen gern zum Wettkampf, wollen gern mal an einem Powerlifting-Wettkampf teilnehmen oder wollen einen Fotoshoot machen, etc. pp. Und die sind wirklich super motiviert, die fangen an zu trainieren und ernähren sich wirklich klasse. Und das Problem ist, oder ich sag das Problem, also oder ein Grund, warum viele dieser motivierten jungen Leute scheitern, die auch wirklich teilweise eine gute Genetik mitbringen, aus denen wirklich etwas werden könnte, ist letztendlich die Mental Toughness, die Konsistenz. Das Wichtigste in so einem Sport oder eigentlich in allen Sportarten ist absolute Disziplin, Konsistenz, jeden Tag zum Training gehen, jeden Tag gut essen, jeden Tag gut schlafen, die Regenerationsphasen einhalten und so weiter und so fort. Und das Problem ist allerdings, wenn am Anfang ist das ja immer so, man fängt an zu trainieren und der Körper reagiert eigentlich auf jeden Reiz. Das bedeutet, man hat diese Anfangserfolge, wo viele sagen, ja, okay, hier wächst jetzt erstmal super, ich habe so und so viel Kilo zugenommen oder abgenommen. Und mit der Zeit fängt das Ganze natürlich an zu stagnieren. Also mit der Zeit werden die Fortschritte natürlich immer kleiner, das ist aber normal. So, und was jetzt die Leute davon unterscheidet, die dann später wirklich mal vielleicht auf einer Bühne stehen oder vielleicht mal eine Medaille gewinnen, von denen, die vorher aufhören, ist das, dass die einfach eisern sich durchbeißen und weitermachen und sich nicht verrückt machen lassen, vor allen Dingen. Denn was sehr häufig passiert ist, selbst wenn man bei einem Trainingsplan bleibt, man trainiert weiter, es kommt dieses Plateau und irgendwann, ganz unerwartet, kommt dann auf einmal wieder ein, ich sag mal, ein Schub, ein Kraftschub beispielsweise, oder dass wieder etwas vorangeht in der Körperentwicklung und so weiter. Bei den anderen passiert es leider sehr häufig, dass sie anfangen, nervös zu werden. Sie gucken, okay, jetzt habe ich schon so und so viele Wochen oder Monate, ist da nichts mehr passiert. Die gucken dann rum nach anderen Trainingsplänen, nach anderen Ernährungsmöglichkeiten und suchen eigentlich immer so nach dem neuesten Hype, nach irgendeiner, ja, früher auf gut Deutsch hat man gesagt, auf einer Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und das Spannende ist eigentlich, wenn man sich wirklich anschaut, und dazu gibt es Studien im psychologischen Bereich, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel im akademischen Bereich, in den Militärcamps, zum Beispiel in Großbritannien, wo es wirklich auch um körperliche Leistungsfähigkeit etc. geht. Die Erfolgreichen in diesen Sachen sind nicht die Leute, die vielleicht das größte Talent mitbringen, oder die meiste Arbeit da schon, also zum Beispiel den größten Intellekt mitbringen, die meiste Arbeit da in diesen Bereich gesteckt haben. Es sind immer die Leute, die über die stärkste, über die größte Mental Toughness, über die größte Konsistenz verfügen. Also die wirklich sagen, ich übe Abläufe einfach immer wieder bis zum Erbrechen. Auch wenn ich keine Lust drauf habe, ich gehe wieder raus, ich mache das wieder, bis ich es kann. Und dieser Faktor ist bei der Therapie von Krankheiten absolut unerlässlich. Also es ist für mich eigentlich der wichtigste Faktor. Wenn ihr euch anschaut, es gibt zum Beispiel, nehmen wir uns jetzt einfach das Reizdarmsyndrom. Es gibt dafür in Studien sehr viele Möglichkeiten, wie man sich bessern kann oder wie man seine Symptome lindern kann. Schaut euch die psychologischen Faktoren an, also wie gut da Psychotherapie wirkt, wie gut Hypnose wirkt. Schaut euch diese ganzen Sachen aus dem Bereich Ernährung an, also SCD, Low-FODMAP-Diät, Fast-Track-Diet, Paleo und so weiter.
Und schaut euch auch die Sachen an, die es aus dem Bereich Bewegungstherapie beispielsweise gibt, wie sich das auswirkt, auch die anderen Lifestyle-Faktoren, Schlaf, was da alles reinspielt. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo man letztendlich ansetzen kann. Und es ist gar nicht so wichtig, vielleicht, natürlich sollte man gucken, was zu einem passt, aber es ist gar nicht so wichtig, zum Beispiel auch bei den Diäten, welche Diät ich auswähle. Wichtig ist, dass ich diesen Diäten wirklich eine Chance gebe und permanent auch dranbleibe. Also ich habe es so oft erlebt, dass Klienten gesagt haben, ja, ich habe die FODMAP-Diät ausprobiert, 3 Wochen, das hat mir nichts gebracht, oder die SCD und da ging es mir am Anfang sogar schlechter und dann habe ich es sein lassen. Das Problem ist, und jetzt kam erst wieder eine neue Studie, daran möchte ich das auch nochmal so ein bisschen veranschaulichen, zur glutenfreien Diät bei den Patienten mit Reizdarmsyndrom und Durchfall, das Hauptsymptom. Und zwar, das Ergebnis war eigentlich nicht besonders überraschend, weil dazu gibt es schon sehr viele Studien. Das konnte so erwartet werden, war, dass 35% der Probanden eben wirklich eine starke Besserung bis zur kompletten Elimination der Symptome erlebt haben. Und also auf glutenfreier Kost. Und im Hintergrund steht ja dieses Konzept der nicht-Zöliakie-assoziierten Glutensensitivität oder Weizensensitivität. So, und also es gab diese großen Erfolge wieder, aber das ist nicht das Überraschende. Das Überraschende war eigentlich, dass man geschaut hat auch, wie lange braucht das Ganze. Und dort zum Beispiel hatte man einen Großteil der Probanden, die wirklich erst nach 2 Monaten diese deutlichen Verbesserungen, also dort begannen diese Verbesserungen erst nach 2 Monaten. Und da kann man schauen, wie viele da auch schon vorher aus dem Studiendesign ausgeschieden sind, weil sie wieder ungeduldig geworden sind und immer diese Suche nach, es muss doch irgendwas gleich helfen, nach dieser Wunderpille, nach dem Loperamid zum Beispiel, was schnell hilft. Aber meistens gibt es das nicht. Oder wenn es sowas gibt, dann nur unter anderen Kosten. So, und wenn man sich das jetzt anschaut, hier bei der glutenfreien Diät, zum Beispiel die 2 Monate, nachdem das anfing, im Durchschnitt dann bei dieser Gruppe, oder aber bei der SCD, wo es Studien gibt, die zeigen, oder Fallserien, die zeigen, dass das Ganze teilweise 6 Monate gedauert hat oder noch länger. Und da muss man wirklich sagen, das muss man auch wirklich erstmal durchziehen. Da gehört eine Menge Disziplin dazu, eine Menge Motivation, aber es ist absolut notwendig, denn niemand von uns kann sagen, es gibt diese Patienten, die wirklich sich zum Beispiel auf die FODMAP-Diät begeben und sagen, mir geht es innerhalb von wenigen Tagen, geht es mir wirklich schon fast blendend. Es gibt Leute, die mit der SCD sehr schnell Erfolge erzielen, aber niemand von uns kann voraussagen, wer das genau sein wird. Und ob ich nicht vielleicht, sagen wir mal, 3 Monate brauche oder vielleicht sogar ein halbes Jahr, um wirklich Linderung zu erfahren und das Ganze zu stabilisieren. Gerade bei der SCD, wenn man sich anschaut, ich gehe auf eine Diät, die so anders ist als die bisherige meistens. Also die meisten von uns kommen ja von dieser klassischen westlichen Diät, westlichen Ernährungsform mit Brötchen, mit Müsli, mit Nudeln, mit viel Fertiggerichten und gehen jetzt auf einmal zu einer Ernährungsform über, bei der erstens fast alles selbst gekocht wird, die eine ganz andere Zusammensetzung an Protein, Fett und Kohlenhydraten hat. Der Körper wird auf eine ganz neue Herausforderung eigentlich umgestellt innerhalb kürzester Zeit und muss natürlich darauf reagieren. Er muss neue Enzyme bilden, er muss an neue Rhythmen sich gewöhnen, er muss damit zurechtkommen, dass zum Beispiel mehr Fett gespalten werden muss, es muss mehr Gallensäure produziert werden, mehr Magensäure und so weiter und so fort. Also diese Idee, ich esse jetzt SCD, mir geht es morgen besser und dann halte ich das einfach bei, solange bis es okay ist und gehe wieder auf meine normale Kost zurück. Das funktioniert einfach nicht. Und genauso ist es aber auch die Ernährungssachen. Da sind immer, das ist die erste Sache, die ich beobachte. Also dort finde ich es am extremsten. Es gibt aber auch das genauso im anderen Bereich mit Supplementen zum Beispiel. Dort ist es eigentlich ganz ähnlich. Also egal, was man macht, probiert es bitte, gebt dem Ganzen wirklich Zeit. Versucht auch nicht so, das kommt auch sehr häufig vor, dass dann gesagt wird so, das funktioniert nicht so gut, ich nehme mal noch das und das dazu oder hier und hier. Wer nicht unter sehr starken Symptomen leidet, wo man wirklich sagt, okay, jetzt ist ja, also die Berufsfähigkeit gefährdet oder vielleicht eine Beziehung etc., dem würde ich das überhaupt nicht empfehlen. Das habe ich in den Videos für die Anfänger betont, sondern geht Stück für Stück vor. Also gebt wirklich einer Methode, wenn ihr zum Beispiel
Ja, das Bimuno, das fällt mir gerade ein, weil ich es da hinten stehen habe, weil ich mit einem Klienten drüber gesprochen habe. Und zwar, beim Bimuno ist es auch ganz ähnlich. Das Bimuno übrigens, wen das noch interessiert, ist im Gegensatz zu Kitchimea, wo wir letztens das Video dazu hatten. Kitchimea gab es einmal eine Studie, die war so ein bisschen erfolgreich, aber auch nicht so richtig und wird bis zum geht nicht mehr gehypt. Aber es ist nie wieder irgendwo eine neue Studie gemacht worden, was eigentlich ja typisch ist, wenn man ein wirkungsvolles Medikament oder Supplement findet, wird immer wieder geschaut, wer profitiert am meisten davon, was sind die Mechanismen dahinter, was sind wirklich Versprechen, die man aussprechen kann, was man sieht aus Studien und so weiter. Und das wurde bei Kitchimea ja nicht gemacht. Und interessanterweise ist das ja auch ein deutsches oder deutschsprachiges Phänomen. So, das bedeutet, wenn das wirklich so diese Lösung gewesen wäre, wie es beworben wird, der Durchbruch in der Reizdarmforschung oder der Durchbruch in der Reizdarmtherapie, dann kann man davon ausgehen, dass sich das auch Forschergruppen in anderen Ländern mal vorgenommen hätten. Also das bedeutet in Großbritannien, in Australien, irgendwo auf der Welt, in den USA, das ist nicht passiert. Und das Interessante beim Bimuno ist, weil viele ja da auch so gesagt haben, ja, das ist wieder so ein Hype, dort wird auf jeden Fall immer weiter geforscht und gab jetzt auch wieder neue Studien, unter anderem an Laborratten, wo man eben wieder zeigen konnte, wie sich das Mikrobiom dort tatsächlich verändert. Es gab positive Effekte, unter anderem auch auf Erkrankungen der Atemwege. Also man versucht jetzt wirklich da zu schauen, auf was das alles Auswirkungen hat. Und da ist man wirklich immer dran, da passiert was. Da sieht man auch einfach, dass das Ganze vielversprechend ist, sonst würde auch nicht so viel Geld dort in die Forschung gesteckt werden. Und beim Bimuno, um darauf jetzt zurückzukommen, ist das ganz ähnlich. Also viele waren dann wirklich verwirrt, die haben dann gesagt, ja, auf der Packung steht ja, das hilft in 7 Tagen oder das also works in 7 days. So, und haben dann gedacht, ja, nach 7 Tagen muss ich das merken. Dann wurde es wieder weggelassen, weil jetzt eben keine extremen Verbesserungen aufgetreten sind oder der Reizdarm eben nicht gleich darauf reagiert hat. Das ist eine Sache, man muss sich vorstellen, Immuno ist ja etwas, was die Darmflora moduliert. Und natürlich ist das ein langfristiger Prozess, genauso wie wir über unsere tägliche Ernährung, über unsere Umwelt, über unsere Bewegung und über unseren Kontakt zu anderen Menschen oder Tieren die Darmflora immer weiter modulieren. So geht das natürlich auch mit dem Bimuno. Das ist nichts, was man einmal nimmt und was zum Beispiel wie, und wieder, ich nehme immer nicht, dass ich irgendwas Besonderes gegen das Medikament hätte. Ich nehme es gern als Beispiel, das Loperamid, weil man nimmt die Kapsel. Die Muskulatur des Darms wird lahmgelegt. In dem Moment, man merkt sofort einen Effekt. Also es ist genau diese Wunderpille, was sich viele wünschen. Ich nehme etwas und mir geht es erstmal besser. So, und genau das ist Bimuno beispielsweise nicht. Das ist nichts, was ich nehmen kann und sofort eine Verbesserung merke. Es geht darum, langfristig die Darmflora neu zu gestalten und vor allen Dingen hilft es auch mit bei der Ernährungsumstellung. Klassisch ist auch, dass mit dem Bimuno eine Erstverschlimmerung auftritt. Also das und ganz typisch für die Reizdarmklienten, die merken, etwas tut, macht es etwas, macht etwas ein bisschen schlechter, das wird sofort abgesetzt. So, also das kam sehr häufig zurück und sehr häufig ist es aber so gewesen, dass das Bimuno, wenn man es beibehält, dass diese Erstverschlimmerung immer besser geworden ist. Weil natürlich findet Fermentation statt, das ist ganz klar, das ist ja auch erwünscht, denn Bifidobakterien fermentieren. Und aber natürlich muss ich auch die Zahl und das muss ich erst alles anpassen. So, und genauso ist es bei der SCD, dort kommt es halt ebenfalls häufig erstmal zu einer Erstverschlimmerung, bleibt dort erstmal dran. Wenn ihr natürlich merkt, mir geht es total dreckig, ich habe Gewichtsverlust, blutigen Durchfall, was auch immer, dann natürlich Hände weg oder ihr bekommt Fieber oder Ausschlag oder keine Ahnung. Aber wenn es einfach so ist wie bei Bimuno oder SCD, ich habe jetzt etwas mehr Bauchkrummeln oder ich habe auch einmal vielleicht etwas weicheren Stuhl. Das sollte man vielleicht auch mal nicht zu genau hinschauen, also immer dieses Beobachten bis ins kleinste Detail und gebt dem Supplement oder der Ernährungsform doch trotzdem erstmal eine Chance, um zu gucken, wie wirkt sich das Ganze langfristig aus. So, also nochmal, um das kurz in Erinnerung zu rufen. Wir hatten das in dem
in den Studien, teilweise eben 2 bis 6 Monate, dass das dauern kann. Gebt euch wirklich so viel Zeit, beobachtet das, geht Schritt für Schritt vor und behaltet diese Konsistenz bei. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ihr mal schummelt, dann ist das nicht so schlimm. Das ist nur eigentlich in dem Moment ein, für viele ist das ja auch so ein, oft jetzt habe ich einmal geschummelt, ach, jetzt kann ich mal ein paar Tage mal wieder so essen. Nehmt euch dieses Schummeln bitte immer als kleinen Anker oder als Hinweis. Jetzt wird es wieder Zeit, wieder strenger zu werden, wieder zu meiner Ernährung zurückzukehren, zu meinen Supplementen, zu meinem Schlafverhalten und so weiter. Und versucht das über längere Zeit, auch bei der glutenfreien, also bei dieser neuen Studie zur glutenfreien Kost, war auch sehr interessant, dass eigentlich alle Responder bei der glutenfreien Diät geblieben sind und auch viele der Non-Responder, die sich trotzdem besser gefühlt haben. Also wir haben das Studienziel nicht erreicht, wie viel Reduktion es in den Symptomscores geben musste, aber die haben trotzdem von der Diät profitiert, zumindest subjektiv, und haben die Diät beibehalten. Und das Ganze wurde dann nach einem Jahr nochmal gemessen und das ist Konsistenz. So, das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.